Jo Leute, willkommen zurück zu Xenoblade 3. Wir standen die letzte Folge nur aus Cutscenes, ey, ich befürchte es fast. Ey, wer die letzte Folge gesehen hat, Leute, es tut mir leid, es waren fast nur Cutscenes. Es war fast echt nur Cutscenes, sonst nix. Aber unsere Gruppe ist jetzt zu sechst. Taeyong kann ich leider nicht benchen, aber wir können mit Yuumi jetzt rumlaufen. Und there's something that I forgot to tell you. Nächste Cutscene. It's about who in charge of Dindin duties. No. From now on, I want us to avoid combat as much as possible. So, Kevez, Agnes, if either of them decide to put up a fight, don't kill them. Okay? Not saying I'm against the idea. But why? Guess it would suck having to draw on our allies. Do we just knock them out cold or something? Or get them to surrender. How kind of you. Huh? I'm sure our past victims will appreciate that. You little... We don't need to take any more lives. There's no point. There's a reason we met. There has to be. Huh? You think? Back then, if we hadn't met each other, we wouldn't be here like this now. Even though we're being chased by both nations at once. We get chased, we run. Easy. A smart new decision. Ich glaube, Yuumi hatte gerade keine Ohren. Ah, da hat sie die Ohren wieder. Ich schwöre, in der Cutscene davor hatte die keine Flügel. Kann er, ey, bei YouTube, skipp mal kurz zurück und lass mir in die Kommentare wissen. Die hatte doch da gerade keine Flügel am Kopf. Und wie findet ihr das, dass ich wieder vergessen habe, vor der Folge auf Toilette zu gehen? Just give it time. It's early days. Maybe so. Funny pattern you got there. You can talk. You got those shiny chest doodads. We've always Iron Man. Had these. You know, I've never even thought of myself as strange before. So many things taken for granted. We're pretty different, huh? Worlds apart. No one's worlds apart. If anything, we should be questioning all that we've thought to be true. Differences are all a matter of perspective. Our skeptic. Hey, are you always like this? Of course. It's my nature. Hmm. Personally, I think it's easier to take things at face value, you know? Now, wouldn't that be nice? Huh? You making fun of me? All I said was, it would be nice. Oh, no you don't. You just call me an airhead, you jerk. This is just... How long are you going to drag this out? For as long as I spark you need to, until you come clean, Sie hatte ihre Ohrenflügel dran. I can't believe this. Dann habe ich es mir selber nur eingebildet. Müssen wir jetzt eine ganze Kolonie auseinandernehmen? Das Zügelwrack. Angenommen. Ich habe gar nichts angenommen. So ein Scheiß. Das war doch extra. Also, die Kamera habe ich so nicht eingestellt. Ich sage es euch. Guter Start. Ey, Leute. Können wir mal kurz festhalten, dass die Weitsicht tausendmal besser ist als bei jedem Pokémon-Game?
Da ist einer mit Ausrufezeichen. Aber der ist Level 13. Aber den will ich. Kill den. Hä? Er ist weg. Oh nein. Das ist bestimmt so ein ganz schneller. Da wäre ein Shiny. Sollen wir ein Shiny kaputt machen? Ja, Shiny machen wir, ne? Oder? Das ist alles so richtig. 10 und 11. Ne, komm, lass das. Lass mal bleiben. Lass es mal. Wieso sind hier so rote Dinger? Wegweisen. Wegweisen. Also das können wir überspringen, oder? Wir müssen jetzt nicht jedes Mal das Flöten uns anhören, Leute. Hey, this one means business. Vorsicht. Wieso? Okay, dann killt ihn halt. Come here. I got something for you. Weiß halt gar nicht, wer wenig Leben hat. Man sieht das halt nicht. Das ist ein bisschen doof. Schleudern? Alter, was denn schleudern? What the fuck? Dem geht's gar nicht gut. So viel Gameplay zwischen den Cutscenes. Wir wollen noch eine Cutscene. Wo ist die nächste Cutscene? Haben wir die jetzt hier alle schon weggeschickt? Okay. Ja, weiter. Oha! Stufe 80. Alter, was ist denn das für ein Ding? Kurz Thumbnail bitte nehmen. Und alle bitte lächeln. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Stufe 80. Was war denn in den alten Games die höchste Stufe? Ich bin da gerade mal Stufe 11. Oh, Aufnahme gespeichert. Ups. Greif an, töte den. Ja, die Lebensbalken sind links am Rand, das ist richtig, aber ich muss ja zu den Leuten hingehen, um die zu heilen. Deswegen weiß ich dann nicht auswendig, wer gerade wenig Leben hat. Dann müsste ich ja hin und her gucken. Da ist die nächste Cutscene. Sehr gut. Ah, doch nicht. Alle erledigen. Roger. Wenn du willst, kannst du versuchen, eins mit Hilfe von anzulocken. Ey, da ist auch so ein Elite-Typ. Rang ab. Hügelwrack 1 von 5. Okay, wir machen alle ganz entspannt nacheinander. Gar kein Stress. Machen uns gar keinen Stress. Ohnmacht. Und den 80er legen. Hör auf, ey. Ja, bitte alle mal auf den gleichen gehen.
Aua, aua, aua. Könnt ihr den mal... Ach, das ist so ein Elite-Ding. Passt mal auf. Power Ring. Schwanken. Wirf den um. Schön. Ohnmacht. Was läuft doch? Power Ring. Macht langsam Spaß, Leute. Aber ich muss halt immer noch auf die Attacken warten. Es wurde mir gesagt, man müsste nicht auf die Attacken warten. Bezwungen. Easy. Power Ring. Nicht so viel, alle Kombos an, konzentrieren und versammeln. Nicht so spannend. Ja, kann man, Billy. Ich kann jederzeit zu den anderen Charakteren hin switchen. Wenn ich wollen würde. Will ich aber nicht. Bleib bei Junior. Wer war? Here we go, guys. Right on. Make sparks fly, Noah. Eyes over here. Excellent support. Hand, come here. I got something for you. You're on fire, lads. Uppercut, slap, air slash. Go, go, go. Hier, guck, ich könnte jetzt auch dahin wechseln, dahin. Aber wir wollen ja Juni. Juni ist der Boss, hast du gehört? So nämlich. Keine Reaktion. Mit Tayon? Nee. Mit dem kannst du dann spielen. Hop. Ätherzylinder. Okay. Wo hat er den jetzt rausgekramt? Stellst dir später komplex vor, ich auch übel. Ich hoffe, man muss nicht taktisch mit allen einzelnen spielen, dann bin ich mich raus. Dann stelle ich direkt auf leicht um. Siehst du in der Landschaft ein grünes Licht, so befindet sich dort ein Ätherkanal. Du solltest die Chance nutzen und den Äther einsammeln, um deine Ätherzylinder aufzufüllen. Nähere dich einem Ätherkanal und drücke A, um den Äther in einem Ätherzylinder zu sammeln. Das machen wir.
brauchen anscheinend zwei Containers. Ist nervig aber immer noch, dass man nicht schneller laufen kann. Oha. Was ist das denn für eine Rasselbande? Ameisenbären. Den lassen wir mal vorbeilaufen, ne? Den laufen wir ganz vorbei. Den haben wir nichts am Hut. Aber die Gegner, Mane, sind das neue Gegner oder kennt man die schon aus Teil 1 oder so? Oder Teil 2? 1? Oh, gibt's ja direkt 2, perfekt. Oh, da ist auch eine Höhle. Bis später, Rolf. Ich finde das Gegnerdesign schon cool, muss ich sagen. Ey, wie kommt man denn jetzt hier hoch? Das ist scheiße. Hä? Oder guck mal hier, das Gegnerdesign. Das ist schon cool gemacht. Dafür, dass man den einfach nur umhaut. Nicht zum letzten Level besser. Ja, ich finde die Grafik für Switch-Verhältnisse okay. Allgemein finde ich sie aber nicht gut. Für ein Switch-Spiel ist das schon sehr gut. Guckt mal die Weitsicht. Das ist ein Switch-Game, Leute. Guckt euch mal die Weitsicht an. Und da hinten siehst du noch die Gegner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gegner da müssen die animieren. Das ist schon... Also, das ist schon gut für die Switch. Sind Gegner aus den ersten beiden Teilen dabei. Okay. Zelda sieht deutlich besser aus, ja. Hast du recht. Ich gehe gleich auf jeden Fall dann in die Höhle, ne? Bringt das jetzt hier? Bringt das was? Ich will Erfahrung. Gab es diese Dinger auch schon in anderen Teilen? Ich verstehe gerade gar nichts. Ah, die gehen dann auf und ich krieg Items. Aha. Verstehe. Ich frage mich aber, oh, ein Weißgurt. Hier kann man bestimmt Waffen herstellen oder so, ne? G. Sammle Eisen manchmal auch selten Eisen mit herstellt. Okay, das machen wir direkt mal, oder? Komm, irgendwas Geiles. 300, ich hab genug. Oh, das ist Lotterie. Das ist Lotterie!
Also, das Game überrascht aber auch jede Folge neu, ne? Jetzt haben wir hier einen Händler einfach. Ich verstehe aber immer noch nicht, wieso die so reden wie Yoda. Okay, da können wir auch wieder einkaufen. Das machen wir doch. Auch witzig, dass sie Skontonto heißt oder so, wie Skonto. Kriegen wir Skonto, wenn wir direkt bezahlen? Oder können wir im Monat erst bezahlen? Hasid-Halsband, allerlei halt. Okay. Komm, ich will einkaufen. Lass mich einkaufen. Sammelitems an Skontoto verkauft. 2100. Ich will kaufen! Nicht verkaufen. Über Fernverbindung. Aha. Das ist gut. Ist auf jeden Fall sehr viel live. Macht das Leben auf jeden Fall einfach hier. Dass man nicht irgendwo hinreisen muss und dann verkaufen oder so. Einfach so. Das ist gut. Ich will aber jetzt auch was kaufen. Ja, 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 das will ich. Händler. Und einfach anlabern. Die reden aber lustig. Die hätte ich auch gerne vertont gehabt. 19 Karawanen gibt es, krass. Einfach einheimsen. Die reden lustig, ne? Okay, Noppon-Register. Ich hab gar nichts angenommen. So ein Scheiß. So, darf ich jetzt bitte was kaufen? Ja, danke. Suchhelm. Erhöht kritische Rate um 5, bräunig. Ätherabwehr um 5% bräunig. Wutminderung. Mhm. Erhöht KP-Heilung bei Einsatz von Heilungstechniken um 10%. Das wäre doch was. Geht beim Aufheben von Mitschrauben eigene Technik 40% auf. Oh, das ist gut. 1730. Die Musik ist auch echt bombastisch gut, ne, muss man schon sagen. Kannst du nichts aussetzen. Kann man nichts. Kann man nichts sagen. Oh, guck mal, Sachen liegen hier noch. So, jetzt können wir hier nochmal leveln. I'm starving. Got anything I can eat? Ja, ich bin auch am starving, ja. Bitte sag mir, ich kann alle gleichzeitig. Stufen steigern alle. Bam. I definitely feel stronger. Speichern, Kleidung waschen, übernachten. Haupthandlung fortsetzen. No, no, no! More to the right! Right there! Start lowering! Make sure it's airtight! Sand around here? Finer than Ruska flour. I could do a triple weld. Sure. Long as the output's stable. Yes, sir! What's up with the K rounds? We're two caches short. Hope you didn't snuff up the order.
I don't know, okay? Got a problem, take it up with logistics. We're just a dirt rank colony, low as they come. You think the castle gives a crap? A queen's oath, this pisses me off. We get better scores than any sparking colony out there. Did you know? For 10 rank field rations, I hear they get Arden meat. Really? And us mudders? Trust me, you really don't want to know. I miss the good old silver days. Didn't have to rely on rations back then. We had cooks come and serve us right on the front line. Used to get Armu sirloin, we did. Seriously? Hey! What now? My own indiscretion has caused you difficulties. Wer ist das denn? No, we would never. Our apologies, Commander Ethel. That was all. Oh, hallo. Billy wird wach. Oh, hallo. No intention of. You enjoyed eating our mistake, did you? Yes, I did. Tastiest food I ever ate. I liked it as well, and I hope we will have it again. So lend me your strength. Mom. Yes, Mom. Wer war das? Ich möchte die Story weiterspielen. I don't see what's wrong with Wolf personally. That's because you have poor taste. I'm jealous. Oh well, trade you my taste buds? Wer war das und wie kann man die freischalten? Billia fragt die wichtigen Fragen. True that. They cleared out real fast. I hear the attending consul is a particularly punctual sort of character. Please, not another stickler for the rules. Can't be long now. 50 Euro, WC. Yep. Got about five minutes to go. Whoa! Well, well, Consul dear. Your reputation certainly precedes you. Den DLC werden wir auf jeden Fall ausspielen. Da kommen wir auf irgendwie 4 Wellen. Ich frage mich, ob man das Game... Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte jedes Cutscene einfach übersprungen. Dann wüsste ich ja gar nichts. I mean, did they not get the memo about the terrain here? Und sie damit freischaltet. Oh, Billia. Ist das Kay? Ihr wisst, wer Kay ist, ne? Von Man in Black. Why is it so insufferably dusty around here? Clearly, the place befits its dirt rank status. The rainy season will soon be upon us. I ask your patience for just this short while. Is that so? Then, leaving aside the issue of cleanliness, just what is with all this fog? I don't take kindly to my vision being obfuscated. Go, forget it. So. Habe ich auch nicht verstanden, Billy. Ich habe mich genau das gleiche gerade gefragt. Yes, this way. Also die eine da will ich freischalten. Würden wir nur noch mit der spielen. Ich würde tauschen gegen Tyon. Gegen Tyon und Noah würde ich tauschen. What a filthy room. How the dirt rank has fallen. I suppose that would be something to take up with the castle. Offeronis is an old model. I understand your displeasure. But please don't escalate this. Do I detect some defiance? No, no, that was never my... Relax, girl, I jest. Now then, let's cut the chit-chat and talk business. I'd like you to eradicate some vermin for me. Vermin?
By your leave, sir, we've detected no movement from Agni and Phoronesis around this area. Not Agnes. People. Soldiers. A band of deserters from both sides. Well, something like that. Agnes and Kevis? Both? I think it's best you see for yourself. Hmm. This is expressly at the Queen's behest. Don't foul this up. Würde es gegen alle sechs tauschen. Und wer das ist, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Das ist die Königin oder was? Und wer ist dann Z? Ich verstehe gar nichts hier. Ich spiele einfach. Ich mache, was das Spiel mir sagt. Und verstehe gar nichts. Looking at something? Oh, nothing in particular, really. It's just kind of a habit. Taking our status for the war. Watching for info updates. Silly. Don't know why I still bother to check it anymore. Not like there'd be updates. Oh. What is it? An icon just popped up. Over your head. Huh? Oh yeah. Now I can see an icon for you as well. When did we unlock a feature like this? I've never noticed it before. Yours seems to be the only one not locked. Huh? What? He's lit up like a sparking light bulb. I guess there must still be more to this feature. Und jetzt kann man die Klassen ändern. Hey, that's Mimi's. What in the blazes? I've never used this kind of blade before. But all the techniques I can use with it are flashing before my eyes. So weird. Not like we suddenly just gained the knowledge out of the blue, but as if it were always ingrained deep within us. Strange. Oh, doesn't look like I can get Mimi's gear. Well, that's a shame. Hmm. This it? How come I got Moody Guts and not Noah's, huh? Mr. Miesepeter. That's what I'd like to know. Your class is the only one I can seem to pick, unfortunately. Whoa! You can lug this thing about without a power frame. Not bad. Don't know how this is even working, but cool. But is this all part of Ouroboros too? If it gives us more options in battle, I'm all for it. Yeah, I want to take this new blade out for a spin. From here, we head due south, right? Perfect. We can test them out on the road. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Ich verstehe halt gar nicht, was für... Wir haben neue Charaktere, Klassen, um die Klasse zu wechseln. Jede Klasse hat ihre Eigenarten und Besonderheiten. Da lohnt sich viel auszuprobieren. Kämpfen erhält zu Klassenpunkte, die deinen Klassen annehmen. Je länger du dieselbe Klasse verwendest, desto schneller steigt der Rang. Wir brauchen Profi aus den anderen Teilen. Techniken und Meistertechniken können gleich festhalten. Stärke und Technik der Klassen meistern, die Meistertechniken dann auch einsetzen und ausrüsten. Alter. Aha, Maximum von 3. Gab's denn 1 und 2 und X nicht? Scheiße. Alter, befassen wir uns da hier mit jetzt in der
Komm, das wird jetzt eine Folge, wo wir uns damit befassen. Wir müssen uns jetzt einmal damit befassen, Leute. Charaktere. Die Frage ist, wer soll denn was überhaupt werden? Okay, die anderen sind noch gesperrt. Und ich denke, dieses A, B, C und so ist, wie gut er dann da drin ist. Ach, was die Klasse an sich, glaube ich, kann. Oder? Okay, ist wahrscheinlich Angriff, Verteidigung, Magie. Was ist das Letzte? Niemand hat beim letzten S. Ein DD, ein Tank, 4 Healer, klingt legit. Ey, ich habe auch über... Ich will 2 Verteidiger, 2 Healer und 2 Angreifer. Oder so. Oder ein Damage Dealer, genau. Schlaf. Crash out. Giant swing. Geheimklinge. Alter, wie viel da noch kommt, Leute? Das Game ist so riesig. Alter Falter. Heimliche Heilung, was kann das? Du wirst eine Zeit lang wieder die Klasse ändern und die Meistertechnik bearbeiten können. Oh man, wir können das jetzt gar nicht ändern. Das bleibt jetzt so. Was für ein Scheiß. Mann. Ich weiß jetzt gar nicht, wer ist denn jetzt... Ey, der Tayon ist jetzt Heiler. Ich hab gar keinen Bock auf den. So ein Scheiß. Kann ich hier nochmal was reinwerfen? Geld nutzen, um Items herzustellen. Soll ich mal machen? Da kommt ja was Geiles raus. Oh, Ringe? Kann ich nicht Navigation anmachen? Ich kann Navigation nicht anmachen. Do exactly as I say. All under control. Leave it to me.
Ich weiß nicht wieso, aber ich konnte. Ich kann die Navigation gerade nicht anmachen. Und das Noppenkarawanregister. Wieso? Wieso 0 von 19? Einen habe ich doch. Müssen wir mal zurück. Keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Aber wieso ich hier, wieso ich die Navigation nicht anmachen kann, das ist ja komisch. Oh, da vorne sind zwei Shinies. Kann ich bitte meine Karte wieder haben? Danke. Ich weiß nicht wieso, ich kann gerade keine Navigation machen. Kann ich denn Karte? Komisch. Ach, weil ich vielleicht die Haupthandlung... Aha! Ich muss die Haupthandlung auch auswählen. Alright, let's try it out on these critters. Hey, this is still new to us. Don't rush in. You think you're all that, do you? Soll die jetzt besiegen, oder wie? Wieso? Fusionstechniken machen wir an. Mal schauen, was das kann, aber... Wenn ein Paar aus Klassen- und Meistertechniken aufgeladen ist, können ihre Effekte kombiniert werden. Durch den Knopf für das gewünschte Paar. Ich bin komplett überfordert, ich sag's euch so, wie es ist. Das ist zu viel, Leute. Sag ich euch so, wie es ist. I felt a lot more nimble there, like the way you usually fight. It looked like second nature to you. It was crazy. You should have seen yourself. I think I could have thrashed you with a little more practice. You know, it's totally bananas. Ouroboros is bonkers powerful. Right? The gauge for the locked icon has filled right up. Same here. So logically, if we gain enough experience by fighting together, we will become able to use each other's classes. That seems to be it. As much as I'd like to experiment. Yeah, I guess we shouldn't stay in one place for too long. Right. Well, better get ourselves down south. Auf nach Süden. Junge, Junge, Junge. Okay, Klassenpunkte, dann kann ich die Klassen auch wechseln. Das macht Sinn. Ja, ja, das mit dem S, das verstehen wir auch. Was ist das? Haltung? Okay, ich kann jetzt wieder wechseln. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal so, bis ich dann mal ein paar Klassen freigeschaltet habe. Wie soll ich denn die Folgen auf YouTube hochladen? Soll ich zwei Folgen am Tag hochladen auf YouTube? Eine morgens, eine abends? Sonst dauert das ja ewig, bis ich hier durch bin.
Was sagt ihr? Morgens eine Folge, abends eine Folge? I have a proposal as to our next route. Okay, shoot. I'll send you the map data. Broadly speaking, it's either east or west. I would suggest we go west. Why is that? The area to the west is under Agnes's control. There is a certain degree of risk, as they'll have deployed a number of units, but it's the quickest way to get south. What about the east route? No man's land. None of the colonies have laid claim to it, as of yet. Nur sollte passen. We'd suffer a significant time loss. Time versus risk. Wait a sec. We're gonna stir up the skeeter nest. I only said there was a degree of risk. Really, it's not so bad. But Agnian troops are deployed there, yeah? Yes. And we're still gonna go? All I said is that it would be more efficient. Efficient? Well, maybe we do need to be more efficient. Faster is better. We don't want to be dragging our heels forever, right? Hey, I just have to ask. Are you trying to push some agenda? What? No, certainly not. But you admit the east route is the safer option. That's just strange. Why wouldn't you pick the safe way? Because time is of the... Look, there you go again. That's not all, though. It's all wasteland to the east. The heat. It'll be unbearable. Yeah, you're gonna melt in the sun. I'm fine with your choice, but we need to think about everyone's safety. Noah, what's your take? Me? I think I'd rather take the safe route. As for the heat, we can probably figure something out. There, 4-2. Tyon, Senna. Please. Fine then, if you absolutely insist. Then it's settled. Come on, cheer up, guys. We're out of here. Oh, Junge. Ich finde diese Schwenk. Igus Ödland. Ich finde das, ja gut, ja doch, okay, nehme ich. Stufe 14, was bin ich? 12, Hui. It's another thing to see it for yourself, eh? This was a nice fight. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Ganz am Anfang, so die ersten 2 Stunden, bevor das hier mit der Oboro-Dingsbums losging, hatten wir irgendwie... Scheiße. Ah, komm, dann machen wir mit. Hatten wir irgendwie dieses Feuerauge, was wir füllen sollten. Als ob die das implementieren. Als ob die das implementieren nur für 2 Stunden Spielzeit. Das kommt doch bestimmt später irgendwie wieder oder so, oder? Sena ist fast tot, kann man jemand teilen bitte? Sena ist tot, kann man die jetzt heilen irgendwie?
Ah, das macht meine Kollegen automatisch irgendwie, keine Ahnung. Wieso weisen wir eigentlich diesen Toten da immer noch den Weg, wenn wir gar nicht mehr von der ihrem Stamm irgendwie sind? Beleben sich gegenseitig wieder, ja. Schaut mal an, wer da oben online ist. Der jute alte Skoppel. Wo treibt der sich schon wieder rum? Da vorne ist einer mit Ausrufezeichen. Geht auf den drauf. Ah, volle Kanne. Ausrufezeichen hat ja sehr hohe Wahrscheinlichkeit, was Seltenes zu droppen, ne? Deswegen geht drauf. Was liegt da? Da ist er doch! Moin Skoppel, moin Lotzke. Wie geht's euch? Rare? Boah, da ist ganz viel rot. Menno-Bogen. Der gute alte Menno-Bogen. Boah, Lance wieder fast tot. Dauert noch, bis ich heilen kann. Komm her, zum Heilen. I'll throw them.
Boah, wie viel Leben, Alter. Alter, hat der viel Leben. Da müsst ihr einmal... Oha, der war gut. Müsst ihr einmal die schwanken können. Warte, ich kann doch durchwechseln. Noah, komm. Aber der kann nur... Oh Mann, ey. Das hat die umwerfen. Ich glaube, diese Attacken kann ich nur selber aktivieren. Kann das sein? Ach, du so, das mit Z, ja, lul. Das ist die ganze Zeit falsch, ja. Bezwungen. Du musst tatsächlich für die Spezialattacken immer durchwechseln. So, die können wir jetzt ja alle heilen. Ich weiß, es ist grim, aber es braucht es. 100. 100 ist gut. Weiß nicht, was es bringt, aber 100. 100 ist viel. Und viel ist immer gut. Sollen wir hier runter? Gibt es hier was Geiles? Wenn ich runtergehe, komme ich nicht mehr hoch, ne? Bisschen Angst. Oh. Sharky, vielen, vielen Dank für 3 Gifted Subs. Vielen, vielen Dank und viel Spaß mit den ganzen Subs, Leute. Sag mal schön Hallo und danke. Blibla. Uff, uffi, uff. Flüssigkeit. Blibla braucht Flüssigkeit. Ich habe gar nichts angenommen. Okay, ich würde sagen, das war's für diese Folge wieder. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Alerts sind extrem laut. Das kann sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.